Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr nachts Challenge. Ihr meintet, dass das wahrscheinlich eine gute Idee sein wird, deswegen werden wir es jetzt einfach mal machen. Und ich hoffe nicht, dass irgendwas schief geht und dass wir Antworten bekommen, denn wir werden wieder zur Teufels- und Dämonenstunde dieses Charlie-Charlie-Ritual machen mit den beiden Stiften. Ja, ihr wisst, Charlie hat manchmal Antworten parat und ihr hofft darauf, dass wir auch Antworten zu Megan bekommen werden. Deswegen werde ich ihn heute zu Megan fragen und ja, drückt mir die Daumen, Leute, dass das funktioniert. Aber kommen wir eben zu was Coolen kurz, bevor es gleich etwas sehr spooky wird wahrscheinlich. Übrigens, schnappt euch jetzt eine Grandma-Checkdecke. Ich habe mir gerade extra, weil wir jetzt offiziell Valentinstag haben. Was war das jetzt? Alter, mein Herz geht aus und an bei Valentinstag. Alter, ich hab Angst. Ich hab Angst. Was ist das? Zeit für die heilige Waschmaschine. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Achso, wir haben es jetzt offiziell Valentinstag, Leute. Ja. Und ich habe mir dazu meinen Valentinstag-Pyjama angezogen. Yes! Und jetzt hättet ihr mega Bock auf eine Pyjama-Party mit mir. Das jetzt geht schon wieder aus. Was ist los hier? Valentinstag verflucht oder was? Was ist das gerade? Das macht mir Angst. Was ist das bitte für eine Pyjama-Party? Mit Charlie oder was? Das klingt so weird, Leute. Aber lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, weil ich hatte mir überlegt, so eine richtig coole Pyjama-Party hier zu machen. Soll ich das machen und euch mitnehmen, Leute? Mal gucken, was da auch passieren wird auf der Pyjama-Party. Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Bei 14.000 Daumen nach oben weiß ich, ihr habt da mega Bock drauf. Und das wird richtig nice, ich sag's euch. Das wird so cool aussehen. Wenn ihr neu hier seid, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Dann seid ihr Teil von Team Becky und lasst mich bitte nicht alleine. Und ich würde sagen, ich bereite jetzt alles vor und dann heißt es, let's go! So Leute, wollen wir erst mal für das Charlie-Charlie-Ritual das Raster hier fertig machen und wie hier einfach mal Popcorn liegt, Leute. Es muss ja ein bisschen Stimmung aufkommen hier auf meiner Pyjama-Party mit Charlie. Alter, ich bin so schlecht, immer noch, in geraden Linien malen. So schlecht. Darauf erstmal ein Popcorn. So sieht das aus. Und jetzt kommt ja, nein, nein, ja drauf. Boah, wenn so ein Edding quietscht, ne? Das ist so Gänsehaut. Aber ja, wir werden jetzt erstmal den einen Stift hier hinkleben, weil der muss fixiert sein. So, und jetzt mal schauen. Stimmt der eine Punkt noch, den ich mal... Oh! Hat jemand Lust auf Popcorn? Bedient euch ruhig. Hier, hier gibt's noch genügend. So Leute, wollen wir mal anfangen, um das Ritual zu eröffnen. Alter, das klingt richtig gruselig. Muss man entweder fragen, Charlie, bist du da oder Charlie, willst du spielen? Natürlich frage ich, ob er da ist. Charlie, Charlie, bist du da? Warum passiert nichts? Hallo? Charlie, Charlie, bist du da? Ey, nee, sag mir nicht, ich muss diese komische Frage wieder stellen. Ich habe keinen Bock drauf. Leute, es ist gruselig. Soll ich fragen? Oder er ist einfach nicht da. Charlie, Charlie, willst du spielen? Oh mein Gott, ich hab's getan. Ja, oh mein Gott, Leute, er ist direkt auf Ja gegangen. Der will mich doch ärgern. Der will mich ärgern. Das macht er doch extra, oder? Warum muss ich wieder zittern? Seht ihr das? Das ist nicht mehr normal, Leute. Und es ist übrigens wieder ausgegangen hinten. Das ist nicht mehr normal im Moment. Ey, es ist ohne Mist wieder hinten ausgegangen. Meint ihr, Charlie hat was damit zu tun? Soll ich mal lieber fragen? Charlie, Charlie. Bist du jetzt hier gerade in meinem Zimmer? Also ich meine, würde mich nicht wundern. Er ist auf Ja gegangen. Oh mein Gott, ich sollte nicht weiter nach Charlie fragen, no way. Was ist, wenn das damit was zu tun hat oder so? Weil ich voll oft das Ritual schon gespielt habe. Lieber nicht weiter nachhaken. Okay, jetzt geht's los, Leute. Wir fragen jetzt mal, ob er Megan kennt. Charlie, Charlie, weißt du, wer Megan ist? Meint ihr, er weiß es? Leute, er geht auf Ja. Er geht auf Ja. Er weiß, wer Megan ist. Ja, okay, irgendwie weiß Charlie gefühlt alles. Charlie, Charlie, ist Megan ein Mensch? Mal gucken, was er dazu sagt. Nein. Direkt auf Nein gegangen. Aber sie selber sieht's ja anders. Charlie, Charlie, ist Megan ein Roboter? Aber einige von euch meinten, nein, sie ist eine Puppe. Andere meinten wieder, sie ist ein Roboter. Ja. Sie ist ein Roboter. Charlie, Charlie, ist Megan eine Puppe? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja. Sie ist ein Roboter und eine Puppe, aber kein Mensch.
Leute, genau das, was ich sagte. Sie ist halb Roboter, halb Puppe. Weil von außen wirkt sie halt, ja, bisschen menschlich. Wie eine, ja, Puppe mit so schönen Haaren und all sowas. Ja, innen ist sie aber ein Roboter. Charlie, Charlie, wurde Megan in einem Labor gebaut? Mal gucken, was er sagt. Jedes Mal Gänsehaut, wenn er sich bewegt. Er hat ja gesagt. Sie wurde in einem Labor gebaut und es stimmt auch eigentlich. Und jetzt die Frage, Leute. Charlie, Charlie, ist Megan böse? Oh mein Gott, das ist die gruseligste Frage ever. Ja. Ja, sie ist böse, er hat's bestätigt, Leute. Für mich war es sowieso klar, aber einige von euch meinten, ja, die würden gerne Megan als beste Freundin haben, aber hier, Leute, sie ist böse. Sie ist böse. Wenn sie böse ist, müsste sie auch eigentlich eine Bedrohung sein, oder? Charlie, Charlie, ist Megan also eine Bedrohung? Eigentlich müsste er doch ja sagen, wenn sie böse ist. Ja, ja. Warte, hä? Er geht wieder auf nein? Leute, er schwankt. Also entweder weiß er es nicht. Er ist schon wieder in der Mitte gelandet. Hä? Also entweder weiß er es nicht, er will es nicht sagen oder sie ist beides. Dann fragen wir mal, Charlie, Charlie, kann ich Megan vertrauen? Ich glaube eher nicht, aber... gucken, was Charlie sagt. Ja, nein. Hä? Er bleibt jetzt eher auf Nein stehen. Ich glaube, das weiß er auch nicht so ganz. Oder manchmal schon, manchmal nicht. Okay, fragen wir mal so. Charlie, Charlie, ist Megan gefährlich? Das ist ja noch mal krasser, finde ich, als böse. Er ist direkt auf Ja gegangen. Mein Gott, Leute. Also, ich habe die Nummer von ihr angeschrieben. Ich habe Angst. Eine Frage, die ich immer Charlie zu jedem frage, ist... Charlie, Charlie, hat Megan übernatürliche Kräfte? Eigentlich ist es auch irgendwie eine Fangfrage. Nein. Ja, das habe ich mir auch irgendwie schon gedacht. Nein, sie hat keine übernatürlichen Kräfte. Eigentlich gehörte ja Megan einem Mädchen. Fragen wir mal genauer danach. Charlie, Charlie, weißt du, wer Katie ist? Eigentlich müsste er, ja, sie kennen. Wenn er schon Megan kennt, kennt er auch natürlich Katie. Also er ist auf Ja gelandet, Leute. Was ich interessant fände zu fragen ist, Charlie, Charlie, hat Katie Freunde? Also ich meine, nein. Sie hat ja Megan eigentlich als beste Freundin? Charlie, Charlie, ist Katie traurig? Mal gucken, was er dazu sagt. Oh mein Gott, er ist auf Ja gegangen. Er ist auf Ja gegangen. Okay, Katie ist noch traurig. Charlie, Charlie, weißt du, wer Gemma ist? Das finde ich auch super interessant, weil, ja, er kennt Gemma. Also wenn er Katie kennt, Megan, dann kennt er auch Gemma. Sie hat ja eigentlich Megan gebaut. Also ja, mal gucken, was er uns dazu sagen kann. Nächstes Mal, Charlie, Charlie, hat Gemma die Kontrolle über Megan? Mal gucken, was er sagt. Ja. Nein, er weiß es nicht? Hä, was soll das heißen jetzt? Charlie, Charlie, ist Megan nicht noch die beste Freundin eigentlich von Katie? Mal gucken, was er sagt. Nein, sie sind nicht mehr beste Freundinnen. Ich glaube, weil Megan so creepy ist. Deswegen. Also, ich sagte ja, wer will Megan als beste Freundin haben? Leute. Charlie, Charlie, will Megan die Person, auf der sie geprägt ist, beschützen? Mal gucken, was... Ja, direkt auf Ja gegangen. Also sowas von eindeutig war das gerade. Wichtige Frage aber jetzt. Charlie, Charlie, tut Megan alles dafür? Ich meine wirklich alles. Ja, Leute, sie tut wirklich alles dafür. Okay, nächste Frage. Charlie, Charlie, sollte man auf Megan hören? Ich glaube, das interessiert auch super viele. Ja? Warte, er bewegt sich weiter. Nein. Ja und nein? Alter, kannst du mir nicht eine vernünftige Antwort geben? Was ist das? Vielleicht bei den guten Sachen ja, bei den schlechten nein? Fragen wir jetzt nochmal nach, ob Megan irgendwie eine künstliche Intelligenz ist. Charlie, Charlie, ist Megan eine KI? Mal gucken, was er dazu sagt. Er geht auf Ja. Ja, er bleibt auf Ja, Leute. Okay, da ja letztes Mal ihre Stimme einfach aus dem Fernsehen gekommen ist und ihr euch selbst gefragt hat, was da los ist, ich frag mal so. Charlie, Charlie, kann Megan sich in meine elektronischen Geräte hacken? Weil ich meine, wenn sie eine KI ist, Alter, was? Er ist zaghaft auf Ja gegangen, aber er bleibt auf Ja. Mein Gott, das macht mir jetzt noch mehr Angst. Charlie, Charlie, darf man Megan Puppe nennen? Mal gucken, was... Nein. Also ja, stimmt. Man darf sie auf gar keinen Fall Puppe nennen. Okay, seid ihr bereit für die nächste gruselige Frage, Leute? Ich habe Angst vor der Antwort. Charlie, Charlie, denkt Megan, sie wäre meine beste Freundin. Was?
Ja? Was? Er bleibt auf Ja? Das ist das erste Mal, dass ich mir wünsche, dass er auf Ja und Nein geht wenigstens. Aber nicht nur Ja. Charlie, Charlie, hätte ich Megan niemals anschreiben sollen. Mal gucken, was er dazu sagt. Oh mein Gott, direkt auf Ja gegangen. Ich hätte sie nicht anschreiben dürfen. Also ich meine, verfluchte Nummern sollte man ja generell nie anschreiben und anrufen. Also ich hätte mir das auch irgendwie denken können. Charlie, Charlie, bringt es etwas, die Nummer von Megan zu löschen? Vielleicht bringt das ja etwas. Ich meine... Okay, ich nehm's zurück. Okay, dann fragen wir als nächstes mal, Charlie, Charlie, werde ich Megan überhaupt wieder los? Was sagst du dazu? Nein. Okay, ich werde sie auch noch nicht mal los. Toll. Charlie, Charlie, sollte ich das Megan Happy Meal, das vor meiner Tür stand, öffnen? Keine Antwort. Okay, nice. Charlie, Charlie, darf ich das Spiel beenden? Okay, danke schön, Charlie. Oh mein Gott, wie gruselig war das bitte? Also auf jeden Fall hat uns... Oh mein Gott, Megan ruft mich an. Leute, die Nummer von Megan ruft mich an. Seht ihr das, Leute? Hallo? Du weißt schon, dass ich jetzt sauer bin, Becky. An deiner Stelle hätte ich das nicht getan. Hä, was? Was getan? Wenn ich mit dir spielen möchte, lehnst du nicht ab. Du wirst es bereuen. Alter, was war das denn? Wenn sie sich überall reinhacken kann, dann hört sie mich wahrscheinlich gerade ab. Sie hat wahrscheinlich gerade alles mitbekommen. Deswegen der Anruf, kann das sein?